Danke, Stefan. Ich werde jetzt zurück zu Deutsch wechseln. Selbst der Moderator ist im Laufe des Tages von deutschen Ansagen auf englische gegangen, aber es waren so viele gute und native Speaker auf der Bühne, dass ich mir das nicht antue. Es ist außerdem schön, den letzten Slot zu haben, vor allem wenn so viele noch da sind. Ich habe gerne das letzte Wort. Und eben in der Pause sagte jemand zu mir, beim weißen Hai im Film kommt der weiße Hai auch immer erst ganz am Schluss. Ich habe noch nicht genau verstanden, was er damit gemeint hat, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, die letzten 18 Minuten zu den schnellsten 18 Minuten zu machen. Die Macht des Internets, Leben zu verändern. Und Leben verändern heißt hier zunächst mal das eigene Leben. Die Gesellschaft, in der wir leben und unser Alltag, der sich so unglaublich verändert hat in den letzten 15 bis 20 Jahren, als E-Mail überhaupt erst Standard wurde, privat und E-Mail bei der Arbeit. Und gerade in den letzten Jahren, wo sich unser Privatleben und unser Alltag mit dem Internet und mobiler Kommunikation und der Mischung aus mobiler Kommunikation und Internet jetzt so dramatisch geändert hat. Ein Beispiel ist mein BlackBerry, der mein Leben komplett geändert hat. Ich kann jede Wartezeit am Flughafen, jede Zugfahrt viel besser nutzen. Aber gleichzeitig ist auch jede Veränderung nicht immer eine gute Veränderung. Zum Beispiel, wenn ich abends zu viel auf der Couch sitze und nicht meiner Freundin eine Massage gebe, sondern die Daumenmassage dem BlackBerry, dann wird es mein Leben nachhaltig negativ verändern. Das Internet ist aber wahnsinnig stark überall dort, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Und eine neue Transparenz, eine neue Liquidität für Märkte entsteht. Und gerade je kleiner der Markt ist, in dem ich mich bewege, je kleiner die Nische ist, desto stärker ist die Macht des Internets, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Egal, ob ich Sachen verkaufe oder kaufen will, egal, ob ich einen neuen Job suche oder eine neue Freundin, je genauer ich weiß, was ich will, desto eher ist das Internet der einzige Platz oder der beste Platz, wo ich genau mein Bedürfnis erfüllt bekomme. Ein gutes Beispiel ist, ich bin in einer Straße, wo rechts und links zwei Restaurants sind, die beide vielversprechend aussehen. Es ist faszinierend und vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, dass ich mein Gerät zücke und sehe auf der einen Seite, die haben zwar viel Werbung, aber 399 von 400 Leuten sagen, das andere kleine, bisschen abgefragte Lokal ist viel, viel besser. Und wenn dann noch einer dieser 399 Leute oder mehrere direkte Kontakte sind von mir, Menschen, denen ich vertraue, dann ist die Entscheidung ganz klar und ist gefallen. Und das alles ist jetzt schon passiert. Es ist aber erst der Anfang. Und es lässt sich nur erahnen, was die Möglichkeiten des Internets noch auslösen werden. Zum Beispiel für hierarchische Strukturen, die in unserer Welt heute noch selbstverständlich sind und es sehr, sehr lange waren. Der König hat mehr Wissen und mehr Ressourcen als seine Fürsten. Und er verteilt. Und die Fürsten verteilen an ihre Bauern und die Bauern an ihre Knechte. Und meistens treten sie auch noch von oben nach unten. Dagegen kommen jetzt Netzwerkstrukturen. Und es wird unglaublich sein, wie auf der untersten Ebene die Menschen nicht nur informiert sind und deswegen viel besser mitreden können, sondern sie können auch kommunizieren in alle Richtungen. Sie können sich organisieren. Und in der Zukunft wird viel öfter eine Entscheidung von unten mitgestaltet, wenn nicht sogar getroffen. Und oftmals wird es eine andere Entscheidung sein, als auf oberster Ebene, wo die Menschen, die wenigen über die vielen bestimmen und die wenigen die vielen Ressourcen haben. Und das wird alle Bereiche der Gesellschaft betreffen. In der Politik konnte man gerade erst sehen, was es bedeutet, wenn ein Kandidat in einem Wahlkampf besondere Nähe zeigt, ist aber erst der Anfang. Wirkliche Partizipation an politischen Prozessen wird zunehmen und die Technologie macht es möglich, dass wirklich jeder mitmachen kann. In der Wirtschaft gibt es dieses schöne Modell von The Starfish and the Spider. Eine Organisation, die einen zentralen Kopf hat, den muss man nur kaputt machen, dann funktioniert gar nichts mehr. Den Starfish, den Seestern. In der Natur gibt es ein wunderbares Beispiel. Wenn man ihn in der Mitte durchschneidet, wird es zwei Ganze geben. Und wenn man ihn vierteilt, wird es vier Ganze geben. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, eine Organisation wie Wikipedia, die nur übers Internet funktioniert. Wenn man den CEO austauscht, das macht gar nichts. Das Ding funktioniert weiter. Über 10 Millionen Menschen nutzen Wikipedia und arbeiten für Wikipedia. Kostenlos. Was ist das für eine Energie, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, Wikipedia zu verbieten? In wenigen Stunden gäbe es das wieder an anderer Stelle unter anderem Namen und wäre wahrscheinlich noch mächtiger als vorher, weil dieser Angriff neue Energie freisetzt und neue Lösungen und neue Optimierungen herbeiführt.
Und auch in den Medien, wer Twitter falsch einsetzt, der setzt es falsch ein und erzählt anderen Leuten, wann er auf die Toilette geht. Aber wer seine Twitter-Filter richtig einstellt, der kann plötzlich viel relevantere Informationen bekommen. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, dass manche Leute mit einem Knopfdruck auf ihrem mobilen Endgerät mehr Menschen informieren können als die Gesamtauflage einer Tageszeitung. Das ist das Internet, wie es unser Leben schon verändert hat und Ideen davon, wie es unser Leben noch verändern könnte. Was mich im Speziellen aber viel mehr interessiert, ist die Macht des Internets, Leben zu verändern, indem wir ganz einfache Anwendungen entwickeln, die es jedem hier im Raum ermöglichen, das Leben und die Lebensbedingungen von anderen Menschen positiv zu beeinflussen. Als ich ein Kind war, war ich schon sehr fasziniert. Schon da war ich sehr fasziniert von der Idee der Six Degrees of Separation. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der eine andere Person kennt, egal welche auf der Welt. Jeder ist mit jedem über maximal 6 Ecken verbunden. Inzwischen sind es nur noch 4 Ecken, seit das Internet alles näher zusammenbringt und jeder 500 oberflächliche Kontakte hat, anstatt 5 bis 10 wirklich enge. Aber die Faszination war schon damals da und da gab es noch gar kein Internet. Und als ich 10 Jahre alt war, habe ich meine Mutter überredet, mir ein Ticket zu kaufen für ein David Hasselhoff-Konzert. Und ich habe sie auch noch gezwungen, mit mir hinzugehen und sich bis in die erste Reihe vorzudrängeln, um zu hören, I've been looking for freedom. Und ich stand da und habe gedacht, was ist jetzt, wenn ich jemanden kennt, der David Hasselhoff kennt und ihn fragen kann, ob er nach dem Konzert eine Runde mit mir in seinem Knight Rider-Auto fährt. Und damals gab es noch kein Internet und ich kannte niemanden und ich konnte diese Strukturen nicht sehen und nicht nutzen. Und ansonsten hätte ich wahrscheinlich, als ich 5 Jahre später, 15 war, vielleicht schon den gleichen Freundeskreis wie David Hasselhoff gehabt und über ihn meine erste Freundin kennengelernt und mein erstes Auto bekommen. Als ich 19 war und Abitur gemacht habe, habe ich beschlossen, ich werde professioneller Rugby-Spieler. Das geht natürlich nicht in Deutschland, aber ich gehörte damals zu den 20 besten Rugby-Spielern in Deutschland, von ungefähr 200, und war der Meinung, automatisch bedeutet das, ich werde auch zu den 20 besten Rugby-Spielern der Welt gehören. Und damals habe ich zum ersten Mal diese Six Degrees of Separation auch noch ohne Internet, vielleicht mit E-Mail, dafür nutzen können, dass ich jemanden kannte, der mir ein Stipendium in London besorgen könnte, wo ich professionell hätte Rugby spielen können. Und ich kannte jemanden, der mir ein Stipendium in Südafrika vermitteln konnte. Und ich habe mich für die Sonne entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, nach Kapstadt zu gehen, 1,5 Jahre lang Rugby zu spielen und eigentlich nur Sport und Spaß und schönes Wetter zu haben. Und als ich in Kapstadt ankam, gibt es aber den Weg vom Flughafen bis zu diesem Ort, wo man solche Fotos machen kann oder bis man überhaupt am Fuß des Tafelbergs ankommt. Und ich war, wie gesagt, 19 und der ganze Weg vom Flughafen, 15 Minuten lang bis in die Innenstadt von Kapstadt, wo wieder normale Häuser stehen, sind rechts und links Township, ein einziges Township. In Kapstadt leben 4,5 Millionen Menschen oder lebten damals, 2000, und nur 500.000 davon leben in einer normalen Stadt, 4 Millionen leben in den Townships drumherum. Und wir haben heute schon ein paar solche Bilder gesehen und wir wissen, da gibt es keine sanitären Anlagen, da gibt es keinen Stromanschluss, da gibt es keinen, der den Müll abholt. Und es ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl, wenn man eigentlich vorhat, nur Spaß und Sport und Sonne zu haben und das der erste Eindruck ist, der einen hinterlässt mit einer Machtlosigkeit, die dann dazu führt oder bei mir dazu geführt hat, dass ich eben 1 Jahr lang nicht nur oder 1,5 Jahre nicht nur Rugby gespielt habe, sondern dass ich noch eine Ausrede hatte, warum ich keine einzige Vorlesung an der Uni Kapstadt besucht habe. Stattdessen aber mit anderen Studenten in einem Grassroots Development Project gearbeitet habe. Studenten der Uni Kapstadt haben sich organisiert ohne Hilfsorganisation. Sie haben vom Government Land bekommen in der Nähe vom Township, Housingland. Sie haben selbst Unternehmen als Sponsoren gewonnen, die Materialien und Handwerker bezahlt haben und die Studenten haben unter Anleitung dieser Handwerker Häuser gebaut. Sehr einfache Häuser, aber gemeinsam mit den Familien, die später dort eingezogen sind und gemeinsam mit den Familien, die später auch jeweils im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese Häuser mit abbezahlen. Also eine First-Hand-Experience und eine sehr direkte Art, helfen zu erleben. Und ich hatte damals nur ein Problem. Ich habe gesehen, ich kann selber bestimmt nicht besonders gut handwerkern.
Und ich kann selber vielleicht dazu beitragen, dass hier ein, zwei Hütten gebaut werden. Aber wo ist der Hebel? Wie kann ich meine Zeit einsetzen, um viel mehr solche Projekte möglich zu machen? Und ich dachte, ich gehe zurück nach Deutschland, ich mache doch was mit meinem Kopf. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mitgekriegt, es gibt noch viel, viel bessere Rugby-Spieler als mich. Und habe angefangen zu studieren, habe in einem Start-up gearbeitet und habe im Großkonzern gearbeitet und dachte, ich muss Vorstandsvorsitzender werden, damit ich den Hebel in der Hand habe, damit ich Macht habe, damit ich Geld habe, damit ich Einfluss habe und damit ich hieraus was ändern kann. Und während ich angefangen habe, meine Karriere im Großkonzern daran zu arbeiten, war ich die ganze Zeit in Kontakt mit den Menschen in Kapstadt, mit meinen Kommilitonen, meinen früheren und Rugby-Freunden, die an solchen Projekten gearbeitet hat. Ich habe aber keinerlei Möglichkeit gehabt, an den Projekten teilzuhaben. Ich habe keine Fotos gesehen, ich habe keine Videos gesehen, ich hatte keine Möglichkeit, den 100 Euro zu schicken, weil 50 Euro an Bankgebühren anfallen. Und ich habe mich beschäftigt damit, wie kann ich mich sozial engagieren, jetzt wo ich einen Job habe, jetzt wo ich schon was verdiene, vielleicht muss ich gar nicht erst warten, bis ich Vorstandsvorsitzender bin, um besonders viel Geld zu spenden oder mich besonders gut zu engagieren. Und dann habe ich mich mit dem sozialen Sektor in Deutschland beschäftigt. Und das war sozusagen der zweite Wendepunkt. Ich habe gesehen, dass die großen Organisationen dermaßen intransparent sind, dass ich mein Geld in ein schwarzes Loch schmeiße. Ich weiß nicht, wie viel kommt an. Ich weiß nicht, was machen die mit dem Geld. Und ich habe keinerlei Mitbestimmungsrechte. Ich bekomme einmal im Jahr ein Hochglanzprospekt, in dem ein schön ausgeleuchtetes Foto mit einem prominenten Gesicht drauf ist. Und das war's. Und wer genauer reinschaut, der sieht, dass die Akquisitionskosten für Spenden viel höher sind als in jedem Business. Wenn die 1 Million Euro ausgeben für Papiermailings und vorher Adressen einkaufen, an denen sie diese Spendenaufrufe schicken und dann 1,5 Millionen Spenden einsammeln, dann ist das ein großer Erfolg. Das ist aber nicht das, was es sein kann, vor allem nicht, wenn ich weiß, noch nicht mal weiß, was mit dem Rest von dem Geld passiert. Was wir damals gesagt haben, ist, wir nehmen das Internet und machen es transparenter. Und wir dachten aber nur an unser Projekt in Kapstadt. Ja, das habe ich jetzt mal genannt, the University of Cape Town Students Housing, TownshipHousingProject.org. Und das ist natürlich nur der allererste Gedanke, wo zwei Rückmeldungen kamen. Zu der Zeit habe ich von einem Statement von Nelson Mandela gehört, der hat gesagt, the wonder of the Internet and the promise of a world without borders and a global citizenry empowered, enriched and interconnected also brings with it the hope of a world that is more compassionate, more caring and more committed to eradicating poverty everywhere. Wahnsinn. Bis heute das Leitmotiv von dem, was wir tun. Und es gab noch mehrere Leute, die sich schon länger mit Internet beschäftigt haben und gesagt haben, baut nicht diese Internetplattform für ein Projekt. Baut diese Infrastruktur, damit alle sie nutzen können. Damit jeder, der ein kleines Projekt hat, seine Bilder hochladen kann, seine Fotos, andere Menschen erreichen und ihnen ihre echte Geschichte erzählen können. Damit zu jedem Thema, zu jedem sozialen oder Umweltthema und aus jeder Region der Welt, man eine Destination im Internet hat, einen Marktplatz, wo man sich zeigen kann, wo man seine Unterstützer an sich binden kann. Wir haben das betterplace.org genannt, vor 2 Jahren fing das an und letztendlich haben wir es einfach aufgebaut wie andere Shop-Systeme oder Marktplätze im Internet auch. Die Projekte, egal ob von UNICEF oder ein kleiner Kindergarten in Berlin oder eben das Projekt, das Township-Projekt in Südafrika. Die Projekte stellen sich vor in Wort und Bild und sehr kleinteilig sagen sie, wir brauchen so viel Geld, wir brauchen so viel freiwillige Mitarbeiter, wir brauchen so viel Sachleistung. Und das Irre ist, es sind die 300 Euro, die oftmals dazu fehlen, dass das Dach neu gedeckt werden kann. Und wir haben den Mechanismus so gebaut, dass man jetzt seine Kreditkarte oder PayPal oder Lastschrift seine Kontodaten eingeben kann, 300 Euro spenden oder auch nur 50, es allen seinen Facebook-Freunden erzählen kann, die vielleicht auch nochmal 5 Euro drauflegen. Und dann schließt sich der Kreis in dem Moment, wo dieses Geld ankommt, verwendet wird und der Projektverantwortliche Fotos und Videos und seine Geschichte dort einstellt und jeder, der das Projekt unterstützt hat, automatisch informiert wird. Das ist was anderes als das Glossy Paper einmal im Jahr mit dem Jahresbericht. Jetzt ist das Entscheidende, zurück zu den 6 Degrees of Separation, diese winzigen Projekte aus aller Welt. Hier sieht man das Potenzial. Ganz links sind die staatliche Entwicklungshilfe. Da sind die großen Hilfsorganisationen, die viel Impact haben, viel Sichtbarkeit und die Prominenten runterschicken können. Und hier ist der Long Tail.
Der Longtail sind Millionen von Projekten auf aller Welt, die keine Sichtbarkeit haben international, die keine große Basis an Unterstützung haben, die keine PR- und Marketingmaschine am Laufen haben. Und die können sich alle auch online darstellen, Unterstützer gewinnen und sie bei Laune halten. Und die Six Degrees of Separation helfen dabei, dass diese Projekte ersten Grades ihre Unterstützer mobilisieren, die wieder ihre Bekannten aufrufen, dazu mitzumachen und dass das Ganze ein Netz aus Vertrauen wird, was viel, viel besser ist als eine große Organisation, die evaluiert, die es auch geben soll als Ergänzung. Dazu ist unser Web of Trust gedacht, dass man die kleinen Projekte ihnen vertraut, weil man jemanden kennt, der vor Ort war, wenn man nicht selbst vor Ort war. Wir machen das seit 2 Jahren und haben aus über 100 Ländern ungefähr 2.500 Projekte zu allen sozialen und Umweltthemen. Und wir haben gerade 1 Million Geldspenden insgesamt gesammelt und diese zu 100% ausgezahlt, weil wir einige Förderer haben und einige Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die wiederum ihre Mitarbeiter und Kunden involvieren und wir aus den Gebühren von Unternehmen leben und aus den Förderern, die uns unterstützen. Und das Ganze ist erst der Anfang. Die Projekte erzählen sich gegenseitig davon, sodass wir momentan über 50 Registrierungen haben an sozialen Projekten aus aller Welt. Und dass wir mehr und mehr auch Menschen haben, die nicht Geld spenden, sondern die bei uns suchen, wo in ihrer Nachbarschaft können sie mitarbeiten, freitags nachmittags. Und da bringt das Internet wieder Angebot und Nachfrage zusammen. Das Faszinierendste für mich ist dabei, dass wir selbst jetzt eine Infrastruktur geschaffen haben, wo jeder seine Rolle hat und jeder auf seine individuelle Weise was Gutes tun kann. Egal, ob das einer ist, der uns sehr viel Geld gibt von seinem privaten Vermögen, damit wir überhaupt anfangen können, so zu arbeiten, unsere Anschubfinanzierung. Ob das ein Unternehmen ist, was seine 20 Millionen Kunden dazu einlädt, mitzumachen, auch kleinste Beträge zu geben. Ob das jemand ist, der als Backpacker durch Südamerika reist, Fotos macht, Berichte schreibt von einzelnen Projekten. Oder ob das einer ist, der 5 Euro spendet und allen seinen Facebook-Freunden sagt, er soll das auch tun. Und das ist die Art von die Macht des Internets, Leben zu ändern, für die wir momentan jeden Tag aufstehen. Und ich lade jeden ein, auf irgendwie, auf seine Art und Weise auch mitzumachen. Vielen Dank.